Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ich stehe hier jetzt vor dem Eingang und ich habe jetzt meine Runesklinge genommen, weil, ja, es war die einzigste Waffe, die ich noch habe. Und, ja gut, die war stärker wie die Waffen, die ich noch da in der Höhle gefunden habe. Da waren nur so Eisenschwerter und so, die hat nur 21, die hier hat halt 28. So, und dann werde ich die halt auch mal benutzen. Warum haben wir sie denn sonst? Ja. Welche Aufgabe können wir jetzt nachgehen? Erstmal einen Jump ins Wasser. Schön. Gut, aber welche Aufgabe können wir jetzt nachgehen? Ich habe gerade gedacht, da steht einer. Mal schauen. Quatsch. Ja, kann man ja nicht. Überschreibe das Lexikon, fickt euch. Bezwinge Kniepe, das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Ich weiß, das haben wir mal versucht. Da waren wir aber noch wesentlich zu schwach. Aber was ist mit jetzt? Wollen wir es nochmal versuchen? Wenn wir es aber versuchen, möchte ich... Wo ist das? Das ist da. Ja, schön. Möchte ich nochmal kurz nach Hause gehen. Also zu unserem schönen Heim. Und jemanden mitnehmen. Die wir gefühlt 100 Parts nicht mehr dabei hatten. Und die ganze Zeit nur bei uns zu Hause rumgammelt. Ja gut, von mir aus kann die sich auch rausziehen, aber... Ja gut, wenn sie nicht will, dann soll sie ruhig mitkommen. Schade eigentlich. Es ist natürlich die... Ich hab den Namen schon wieder von der vergessen. Der Lydia. Ja. Der gute olle Lydia. Ja, Ladezeiten, I have understand. Dankeschön. Es ist nachts. Guten Tag. Wie geht's? Fühlt ihr euch krank? Ich fühle mich sehr krank. Psychisch krank. Wann bin ich nicht psychisch krank? So, mal gucken, ob die Lydia am Schlafen ist. Weil wenn sie am Schlafen ist, dann lege ich mich mal ein bisschen bei der und... hab meine Hände nicht bei mir. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich denke, die sollte wach sein. Die ist eigentlich immer wach. Die passt immer auf das Haus. Ich glaube, die hat noch nie im Leben gepennt. Ja... Das kennt man ja auch nicht anders von der. Die wird wahrscheinlich jetzt hier in irgendeiner Ecke rumsitzen. Wenn ich denn mal die scheiß Leiter treffen würde. Oder die steht einfach mitten im Raum. Hey Lydia. Was benötigt ihr, mein Tane? Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Geht voran. Aber wehe, ich verliere dich, Lydia. Wehe, ich verliere dich. So, Lydia, dann, wir gehen jetzt zu Kniebel. Evil Kniebel. Kennen wir ja alle. Und, werden den mal eine Merunesklinge in den Hals rammen. Ja. Ach Gott, ist das gut. So, bist du da? Ja, hallo. Gut, da. Volunrut. Hört sich gut an. Ach, wie heißt der Typ noch? Nazi, ne? Ich hab den immer Nazi genannt. Aber ich glaube, der hieß Nazi. Er hat hier so ein Alibaba-Schwert. Kennen wir ja auch alle. Ah, göttlich. Dunkle Bruderschaft haben wir auch schon lange durch. Ist auch jetzt schon wieder wahnsinnig lang her. Ich kann mich auch daran echt nicht mehr erinnern. Muss ich ja zugeben. So, bist du da? Ah ja, da ist er, jawohl. Läuft. Gut, Leute, ja, wir müssen hier rein. Und, ja, da drin ist so ein Typ, der heißt Kniebel und der will ordentlich aufs Maul, weil... War Kniebel nicht ein Geist? War das nicht so ein Toter? Also jetzt kein Drogre oder so, sondern so ein normaler Geist. Wie hier der Gallus-Scheiß-Penner da. Ich meine schon. Kann auch anders sein, aber meine ich. So, es war hier, glaube ich, geradeaus. Richtig. Die Tür haben wir aufgemacht. Jo. Ich habe ja ein bisschen Angst.
Es ist, ich muss sagen, wir sind stark momentan. Zwar noch nicht so stark für die Hauptstory, für das Hauptstory-Ende, aber wir sind stark. Und ich denke, dass wir Knievel auch bezwingen können. Bist du da? Hinter dir, Lydia, hinter dir! Super, Lydia! Nicht gemerkt, dass du hinter dir ein Skelett ist. Gut! Hier liegt doch schon ein Toter. Ah, da ist eine verbrannte Leiche! Hey! Warum nicht? Klingt einladend. ich hab Schiss. Wow, irgendwo hier sind. Ist das schon Kniebel? Wow! Okay, Lydia, ich hab mich revanchiert. Diesmal wusste ich nicht, was das war. Ah. Hallo, Kniebel. Da ist ein Ruheloser. Boah, die Merunes klingen auch übelst rein, Alter. Warum habe ich den nicht schon vorher genommen? Du bist Knievel. Knievel die Zunge. Bah, ist ekelhaft. Okay, er haut ordentlich Damage. Ich aber auch. Okay, ich muss mich gerade mal kurz heilen. Er haut übelst Damage. Aber ich schaffe das. Wenn ich noch Heiltränke habe, sollte ich das hinbekommen. Ah, ich habe ja noch richtig viel. Alter, diese Merunes Klinge haut übelst rein. Knievel ist tot. Oh, ich werde auf dich. Scheiße. Aber das sollte reichen. Ah. Okay. 36. Heilige Scheiße, hat der keine Waffe. Die muss ich ja mitnehmen, ey. Okay. Meine Merunes-Klinge hat ja schon übelst Damage gemacht, aber das hier, das ist ja der Hammer. So, hier haben wir noch einen Schrei. Wort der Macht, Leben. Auch aufflüstern. Gut. Ah, one hit. Aha. Da ist ein Buch. Ein kleiner Irrgarten. Eine Truhe. Oh, jo. Oh. Eine Urne. Jo. Die ist leer. Nee. Das Telefon klingelt. Scheiße, egal. Ich bin zwar gerade allein im Haus, aber pff, ist mir doch Latten. Nein! Ich wollte das doch gar nicht aufheben. Mann. Oh Gott, Telefon. Ihr solltet das eigentlich nicht hören, weil es ziemlich weit weg liegt, aber. Also in einem anderen Raum und so. Aber. Ich hör's. So, Lydia, ich glaube, wir haben die Aufgabe geschafft. Sieht irgendwie so aus. Ja. Was haben wir denn noch unter Verschiedenes? Bringe das Auge der Falma zu Delvin. Das können wir machen. Das machen wir als nächstes. Bring mal das Auge zu Delvin. Ah, das war eine Truhe. Ah. Die habe ich hier gar nicht gesehen. Und da ist hier noch ein Trank. Ein Wundertrank der Wasseratmung. Ah, da kommt der Wasser atmen. So, Eisenpfeile nehme ich mit Gold. Nacht über Sentinel. Sauerdrank. Nee. 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 Aber das Buch würde ich gerade gerne mal lesen, falls ich das noch nicht irgendwie mal kurz durchgeblättert habe. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch.
Siehst du, sei ich noch einhändig, verbessert sich auf 81. Schön. Da ist auch noch ein Zaubertrank. Sonst ist hier aber nichts. Gut. Lydia. Ich gebe euch Deckung. Oh. So, Lydia. Hier trennen sich unsere Wege. Du kannst wieder gerne zu mir nach Hause gehen. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns dann morgen im Bett. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin zu Hause, falls du... Ja, sag ich ja. Warte da. Nix gesagt. Nein. Warum geht die eigentlich in die Richtung? Da ist doch nicht mal ein Ausgang. Aber gut. Wenn die meint, die wird sich schon irgendwie da rausbuddeln. Und wenn sie eine Minecraft-Schaufel benutzt. Aber das läuft schon. So. Jo. Dann gehen wir mal zum guten Delvin. Der will noch was von uns. Wir haben noch was Delvin will. Ein Auge. Das Auge, was wir gefunden haben, als wir Mercer besiegt haben, ne? Mercer. Salade, dankeschön. Oh, da liegt... Ist das Salz? Warum nehme ich das nicht mit? Hallo, Salz. Oder Trollfett, noch besser. Geil. Boah, scheiße. So. Himmelsrand. Da haben wir uns jetzt in der Schule ein bisschen drüber aufgeregt, dass das Himmelsrand heißt. Warum haben die das nicht einfach Skyrim gelassen? Ich meine, in der deutschen, selbst wenn das Deutsch wäre, ja, das würde doch, das wäre doch den Leuten egal. Das muss man doch nicht jetzt nicht, das muss man doch nicht unbedingt eindeutschen. Oder? Aber gut. Wenn die es Himmelsrand nennen wollen, sollen sie es machen. Interessiert mich nicht. Macht, was ihr wollt. So, der gute Delvin ist wahrscheinlich in Riften. In der Sekte. Ja. In der Sekte. Diebesgilde. Dauermein. So, ein wunderschönes Schild. Ich hasse Schilder. Wer geht denn auf Verteidigung? Angriff! Angriff! Ich bin wirklich kein Verteidiger. Egal welches Spiel, ich hasse Verteidigung. Es gibt Spiele, da muss man es machen. Ich sag mal, Kingdom Hearts Birth by Sleep bei manchen Gegnern. Aber Final Fantasy, Kingdom Hearts, Batman, das hier, alles. Wer geht da auf Verteidigung, bitte? Assassin's Creed, wer will da verteidigen? Kontern. Aber na gut. Ich hänge hier irgendwo fest. Danke. So, wir werden jetzt noch zu Delvin gehen. Danach werde ich den Part beenden. Denke ich mal. Einmal gute Zeit. Ja, lange waren wir nicht mehr hier. Das ist zwar, glaube ich, nur ein paar Parts her, aber gut. Eigentlich müssten wir die Story mit der Diebesgilde auch jetzt 100% abgeschlossen haben. Also wir könnten da immer noch Nebenquests hier machen und so, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich brauche gar nichts, dankeschön. Die zersplitternde Flasche. Ah, diese Ladezeiten, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich werde sie irgendwann mal vermissen. So. Da ist eine Wand. Hallo. Wo bin ich denn hier? Ach, da ist die Tür. Ich kenne ja eure Quelle nicht. Aber die letzte hallo. Der ist auch schon der gute alte Delvin. Ich hatte halt Glück. Na! Habe jemanden bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge. Delvin, ich hab was für dich. Wenn ihr wollt, übernehme ich die Operation und nehme euch die Quelle ab.
Wenn ihr glaubt, ihr könntet mein Schicksal überleben, wenn es dir euch Brynjolf, also. Nein, danke. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen, ohne euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Richtig? Alter, du guckst gerade voll böse. Ich weiß, was ich tue. Ich denke, ich könnte ein paar Ratschläge geben. Naja, ich weiß, was ich tue. Wenn ihr mich anlügt, werde ich ganz sicher nichts für euch tun. Versprochen. Andererseits, wenn ihr mir einige dieser zusätzlichen Aufgaben abnehmt, steigt ihr auf meiner Liste ganz nach oben. Also, ich denke, ich könnte ein paar Ratschläge. Okay, dann nehmen wir sie. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Wieder auf Erfolgskurs? Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde. Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt. Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skewer stolpert. Was ist geschehen? Passt auf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Ein Fluch, was können wir dagegen tun? Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach und sorgen dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Da kommt ihr ins Spiel. Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Lass dir von Delvin über die Gipsbilder richten. Was ist daran abgeschnitten? Die Aufgabe hatte ich gar nicht. Für Leute wie euch. Na gut, ich wollte zwar eigentlich noch nicht mit dem reden, aber wir werden dem das Auge morgen geben. Was heißt morgen? Morgen, wie du kennst die Bilder im nächsten Part. Das ist nicht morgen. Morgen bekommt ihr den hier. Aber gut. Jetzt habe ich den Part noch ein bisschen überzogen. Egal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne im nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.